Ja, ist ja immer wieder schön, wenn man eine Begleiterin hat, die einem sofort zur Hilfe eilt, wenn man sie benötigt. Makelloser Topas. Ui, schön. So, du stygische Prostituierte. Hier ist nichts. Hat sich immer wieder gelohnt, hier hinten rumzulaufen. Ein traumhafter, ja, Weg, gepflastert von Blut. Und du Würstchenzähler, du kannst mal herkommen. Oh, gefrorene. Okay, ich habe gehört, man kann mit Stickstoff kochen. Also zumindest anbraten, wenn ich das so richtig verstanden habe. Wie würde das denn bitte dann bei Currywurst aussehen? Geht das? Geht das überhaupt? Oh, vielleicht könnte man auch eine Pizza damit backen. Weil es heißt ja an sich Gefrierbrand. Oh, eine gebackene Pizza? Oh, ich krieg schon wieder Hunger. Ich habe heute noch nichts weiter gefrühstückt. Da geht's zum... Ja, mir fällt da so nebenbei auf. Ich Vollpfosten hab natürlich wieder vergessen, dass Anja im Frostfluss ist und nicht hier im Kristalldurchgang. Da können wir uns natürlich auch einen Wolf suchen und finden sie trotzdem nicht. Na ja, gut, aber es hat ein Gutes. Wir haben das Ding hier schon mal erkundet. Jaritz Stein. Okay, was auch immer das ist. Was ist Jaritz? Ach. Ja, ist wieder was Schönes für die Zauberer. Ja, sehen wir es mal positiv, es gibt Geld. Okay, das heißt, die Ecke hier ist erkundet. Da geht's zum Gletscherweg. Da müssen wir aber noch nicht hin. Und hier ist noch was unerkundet. Dann holen wir uns das natürlich auch mal direkt noch. Denn halbe Sachen werden ja nicht gemacht. Mit Ausnahme von Flucht. Da fliegen die Monster sogar zu 25%. Ein Bein läuft weg, der Rest bleibt da. Och man, Begleiterin, komm doch endlich mal her. Also ich hoffe, dass das in Diablo 3 wirklich verbessert worden. Die KI der Begleiter. Sonst kriege ich da echt noch irgendwann Rappel. War da nicht noch Gold? Nein. Weil das ist ja echt... Also ich erinnere nur an die geheime Zuflucht. Die Begleiterin sonst irgendwo. Und wir müssen da alleine gegen die Gude kämpfen. Oder unser kurzer Abstecher in der Wüste, bei dem wir dann wirklich komplett ohne Begleiterin waren. Auch das gab es ja schon. Und da macht das Ganze dann doch definitiv keinen Spaß. Ich meine, klar, es hat den Vorteil, man bekommt mehr Erfahrung. Okay, schön und gut. Aber genau solche Situationen wie jetzt. Die Begleiterin hängt da unten drin fest. Ich bin ja mal gespannt, ob sie sich hier hoch teleportiert. Oh, Tatsache. Der Frostfluss. Und hier müsste Anja irgendwo sein. Genau. Was sagt denn der ganze Kram hier? Okay. Für einen Schrei langt's. Das gibt natürlich jetzt echt Party. Schrein der Waffen. Den nehmen wir noch nicht. Also hier unten ist echt kein Spaß mehr. Blutverführerin. Aha. Okay. Na dann. Versuch doch mal, mich zu verführen. Oh. Ja, das waren zu viele. So, und da unten kommen nette Freunde. Wenn ihr sie schon gesehen habt, da hier so im... diese Fäulniswandler. Die haben die nette Eigenschaft, sie bleiben nicht tot. Hat ein bisschen was von Resident Evil. Ach, da können wir eigentlich auch direkt nochmal hier unten lang gehen, weil damit dann wohl die Karte schon direkt hier erkundet sein. Ja. Ist hier noch was? Ist hier noch was? Nein? Okay. Gut, sie sind langsam. Ist in Ordnung. Autsch. Aber wenn sie angreifen, tun sie weh. Hatte ich auch nicht in Erinnerung. Autsch. Und Wegstoßung haben sie auch. Das ist böse.
Und wie gesagt, sie bleiben nicht tot. Na, sag ich doch. Aber sie lassen immer wieder was fallen. Kann man positiv wie negativ sehen. Okay, die Brücke hat den Vorteil, die Viecher, die großen Viecher kommen nicht so an uns ran. Die fliegenden Viecher allerdings leider schon. So. Ich würde ja, wie gesagt, gerne mal den Wirbelwind verwenden, aber der bringt es ja leider noch nicht bei uns. Die Krone habe ich jetzt sinnloserweise eingepackt. Wieso denn? Kann noch weg. Müll da. So, Abschaum. Das sind übrigens die Yetis, alias Untiere, alias, was hatten die noch für Name? Ach genau, Holzkopf, Baumfaust, Baumkopf, Holzfaust, weiß ich gar nicht mehr. Also, das sind eben die Viecher, die überall auftauchen. Oh, Ölelixier. Würde ich ja gerne mal benutzen, um zu gucken, wie das funktioniert. Können wir das verwenden? Tatsache. Ich kann nicht. Dann werfen wir das mal kurz weg. Den Flammberg hier rein. Oh, Falle. Ja, danke. Funktioniert ja wunderbar. Also irgendwie nicht. Da steht er auch schon wieder auf, der gute Mann. So, abgehangenes Fleisch nehmen wir gerne mit. Oha. So, mein Lieben. Jetzt gibt's hier aber mal richtig Stresche. Du Abschaum, du... Naja, wobei, ich finde die eigentlich eher... Ich finde die knuffelig. Die haben schönes Fell, schönes dichtes Fell, die sind süß, mit denen kann man kuscheln. Wenn sie einen nicht unbedingt direkt umbringen wollen. Achso, nichts zu identifizieren, ist ja gut. Ach, wisst ihr was, dann hauen wir den Flammberg jetzt auch weg. Wir benutzen den eh nicht. Also, so oder so, wir bleiben einfach auf der Axt sitzen. Oder haben wir jemals jetzt das Schwert groß wirklich verwendet, außer zum Test? Ich glaube nicht. Also zumindest habe ich es nicht mehr in Erinnerung. Die nehmen wir mal mit für vor Ort, wenn wir wieder irgendwas finden. Und ich glaube, wir haben hier... Nein, schade. Wäre schön gewesen. Aber, oh je, wir haben immerhin schon... Ein paar Topasse? Topi? Keine Ahnung, was die Mehrzahl von Topas ist. Tag. Ui, fast 1000 Gold. Schadensreparatur. Abgesaugtes Mana pro Treffer. Juhu! Oh. Abgesaugtes Mana pro Treffer ist sehr gut. Okay, womöglich steigen wir doch auf ein Schwert um. Ja, okay, das muss ich gleich machen. Und der da. Eins, zwei. Ups, das war die falsche Taste. So, jetzt brauchen wir nur noch ein paar Monster zum Testen. Ach so, okay. Also funktioniert nicht so gut. Mana kosten 12. Okay. Jetzt müssen wir uns mal kurz orientieren. Wo geht's am besten entlang? Gehen wir mal zuerst hier rüber.